Leute, herzlich willkommen zu einer Runde MLG Rush. Heute spielen wir, wie gesagt, MLG Rush. Und gehen direkt in eine Runde. Ja. Ja, gerade ist Achilles bei mir. Der macht gerade die neue Schwimmspeise. Und ich bin dabei mega gut. Deswegen werde ich wahrscheinlich bald auch irgendwie so damit Geld verdienen können, weil ich so krank bin. Ja, genau. Nee, Spaß, ich wette, wäre ich früher angefangen, wäre ich jetzt so krank. Achilles ist immer krank. Ja, aber ich meine, dann wäre ich richtig krank. 3800 Gold für dich. 165 Karten. Ich glaube, ja, das ist. Ich würde sagen, der Gegner wäre jetzt hier schon angefangen. Was ist? Oh ja, Fusioner gegen Hexe. Was würdest du nehmen? Tschüss. Was würdest du von den beiden Karten dann nehmen? Ich bin ja noch fair, deswegen bleibe ich hier stehen. Ja, komm. Ja, komm, Hühnchen. Ja, Hühnchen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Der Gegner hat sowas verloren. Ja, dieser Gegner ist scheiße. Er geht in MLG Rush rein und raus. Also danke für meine Stats, dass ihr hochgepusht habt. Das ist ja sehr nett. Ich hab Execution, ne? Rambock. Mit also Zuschauer, so solltet ihr nie werden, weil so werden meine Stats hochgepusht. Übrigens, ich gewinne wahrscheinlich gerade wieder easy. Ja. Also immer so eine Anmerkung. Das Video für Clash Royale wird wahrscheinlich auch bald kommen. Oder? Also, ich habe schon die Barbarenverständnis gemacht, würde ich euch allen empfehlen, die ist sehr unterhaltsam und die ist schon online. Ach ja, okay, schon online. Ja, ja. Ich war da mal sehr wenig aufschieberitis-mäßig. Oh, ach so, Leute, das wird dann jetzt mein zweites Video sein, mein erstes Video. Wir machen das. Die am letzten Dienstag der Osterferien. Ja, denn wir haben gerade Osterferien und. Das heißt, wir chillen hier ein bisschen bei ihm und anstatt rauszugehen, obwohl das Wetter echt schön ist, muss man sagen, es ist schön draußen, sitzen wir hier drinnen und zocken. Ja. Wir sind Gamer. Wir sind Profis. Wir werden mal Profis. Also zumindest ich. Was denn? Weißt du noch, vor vier Monaten habe ich noch kein einziges Mal zu Siege geschafft und jetzt habe ich sie alle zwei Tage. Also das ist nicht so weit, dass der so weit kommt, deswegen noch Bett ab. Okay, also der Gegner hat Elite-Barbaren und ich habe nichts Gutes gegen die. Also ich habe keine gute Defense gegen Elite-Barbaren, außer wow, natürlich ich spiele okay. Was einer, er baut sein Bett ein. Das machen doch nur Noobs. In MLG Rush? Ja. Ich mach das. Noob! Ja, ich muss nur sagen, ich spiele eigentlich fast nie MLG Rush, deswegen. Ich bleibe ich auch super fein. Okay, ich muss leider gestehen, ich nehme den Gegner gerade nicht so hart auseinander, sondern eher umgedreht. Das kann ich auch. Also, ich halt. Wer mich privat schon länger kennt als dieses Würstchen neben mir, der war. Es war Würstchen. Der soll ich nicht selber eben. Okay, also Leute, so. Da hätte der doch Knockback bekommen müssen, oder? War das nicht ein bisschen? Hätte. Okay, das war nett. Das war unlegend. Safe. Okay, das wäre. Ich glaube, ich kacke mal auf meine Defensive und gehe einfach nur offensiv rein. Leute, wenn. Also, hier schreibt mal Hashtag Unlatched in die Comments, bitte. Zu meinen Skill gleich Royale. Ja, so Achilles sein Skill in Clash Royale schreibt Hashtag Unlatched rein. Ich habe. Hast du gerade. Ich bin. Ja, also meine Stats wären halt. Kommt. Ja. Sag doch, Hopp, oh man, der hat gerade noch eine Rakete auf den Turm geworfen, das heißt, er hat kein Elixier mehr und ich kann jetzt einfach überall rennen. Drei Barbaren wegen Rambock und Barbarenfass und. Schaut mal diesen Freezer. Oh nein, ich hab schon wieder gewonnen. Was ist das denn für ein Fluch? Ich Clash Royale. Ja, Clash Royale. Übrigens, schau mal. Das heißt, das Geile ist jetzt, East Break Lucky hat jetzt noch einen Kampf gefunden. Der Typ ist. Also, East Break Lucky muss man mal sagen, normalerweise ist East Break. Normalerweise ist der Clash Royale Spieler East Break Lucky nicht so gut. Aber heute rasiert der einfach unnormal. Ja, was ist denn mit dem los? Der hat eine Riesenkiste gewonnen. Oh, nice. Öffnen? Ja.
Legendary. Da kriegt man meistens kein Legendary raus. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist aus der Silbertruhe höher. Komm. Alter, geh doch mal runter. Nicht eine Qual. Elektromagier Bolak gegen Magier im Koboldfass. Und ich habe noch eine Prinzessin, der Gegner Bogenschützen. So, wir haben uns jetzt auch noch geeinigt. Achilles ist mit PvP. Allgemein, aber er ist besser mit MLG Rush und Bedwars. Und da muss man sich nicht einigen, aber ich glaube, es ist, aber ich glaube, es stimmt wirklich auch faktisch, dass ich da besser bin mit er in dem anderen. Ich habe mir mal die Spielpunkte genommen und den Gegner den noch Heilzauber gegeben. Also ich bin so besser mal mit Blöcken und Sticks, halt Knockback und alles. Außer man hat so einen Bogen Angelkampf, da bin ich besser mit Blöcken. Aber jetzt so MLG Rush-mäßig. Oh, dieser Block MLG, Leute. Ja. Aber so Block MLG-mäßig ist er, würde ich sagen. Das kann er gar nicht. Doch. Hast aber du. Schon mal einen Block MLG geschafft? Ich schaff die eigentlich immer. Ja. Ich muss 2 Tage am Stück Minecraft spielen. Also ich meine nicht die ganze Zeit am Stück, aber halt 2 Tage mal jeden Tag Minecraft so eine Stunde, dann hab ich's raus. Dann kann ich perfekt Block MLGs. Also außer jetzt natürlich über mehrere. Also außer jetzt natürlich so 70 Blöcke tief, aber so was Normales mäßig. Was Normales. Nach 70 Blöcken stirbt man. Falsch. Hä, was ist? Wurde er gebannt? Wurde was? Hä? Ich glaube, du hast den Witz nicht kapiert mit den 70 Blöcken. Ja. Das ist ja der Witz, dass man deinen Fallschaden stirbt. Gut, ja, Leute. Meine Fresse. Ich hoffe, die kleine, aber feine Runde hat euch. Die ist scheiße. Ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, deabonniert, wenn ihr ihn mögt. Ja. Keine Deabos. Ja, okay, dann ciao.